So, da vorne sind die 60, die haben wir jetzt aber gleich, ne? Jetzt haben wir das mit der Bremskurve ganz gut hinbekommen. Ich glaube, zu einem Halt zeigenden Signal gibt es auch so eine Bremskurve. Jo, danach haben wir wieder freigegeben. Okay. Wobei wir es erstmal halten, danach ist dann freigegeben. Ja. Wahrscheinlich werden wir jetzt eben das Gleis wechseln, dass wir irgendwo auf ein haltendes Gleis kommen, welches eben nicht unbedingt direkt an der Hauptstrecke liegt. So, ich fahre ein bisschen zu schnell, wie es aussieht. Zu langsam, aber ist egal, ne? Ach, der fährt auch gar nicht schneller. Okay, jetzt haben wir wieder das Phänomen, dass wir irgendwie... Ah, okay. Einfach nur wieder Nullstellung und dann wieder zurück. Aber beschleunigen brauchen wir eigentlich auch nicht großartig. Den Rest rollen wir jetzt einfach mal hier rein. Aber schön hört sich das auch echt an. Also die Sounds gefallen mir, wenn ich ehrlich bin. Besser als bei den ganzen 400 irgendwas Baureihen. 425 und sowas in der Art. Was haben wir denn noch alles hier? 23er. 425, ja, sowas in der Art. Die sind ja alle vom Klang her nicht so der Burner. So. Winsengleis 3, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Sie werden alle ihre Anschlüsse planmäßig erreichen. Genau, hier. Dann halten wir hier mal regelkonform, hoffe ich mal, oder auch nicht. Je nachdem, wie ich gerade Lust habe. Nee, je nachdem, wie mein Skill das erlaubt. So, Bremsen können wir, wie gesagt, relativ stark. Was nicht heißt, dass wir das irgendwie überstrapazieren sollten. Das piepst das wieder, weil... Gründe, ne? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit vorne, so gefühlt. Egal. So, Bremsleistung reduzieren gegen Ende. Oder ganz gemütlich hier. 1 und 0. Türchen auf. Pünktlich sind wir auch. Sogar fast auf die Sekunde. Das ist ein Hammer. So. Winsen. Tatsache. So. Zack. Schön. Die ganze Lüftungsgitter und sowas. Ich finde den Zug echt klasse. Er gefällt mir. Hat sich echt gelohnt, wirklich. Den gab es auch im Sale, aber ja, genau. Hab besser nochmal gegönnt. So, können wir jetzt wieder hier ein bisschen... Ist immer noch dunkel, schön. Haben wir hier noch Fahrgastraumlicht oder sowas? Ist ein bisschen so, naja, bis zu Spitzensignal. So, dann haben wir hier noch was zum Einstellen. Vor dem ich genau weiß, was es tut. Dann haben wir hier noch, wahrscheinlich, das ist der Bremshebel. Zugbremse, dynamische Bremse, okay. Du bist noch eine Bremse. So, was haben wir hier noch Schönes? Diverse Angaben, die für uns irrelevant sind. So. Dürfen wir fahren? Wir dürfen fahren. Wunderbärchen langsam anziehen hier erstmal, dass alle Wagen auf Spannung kommen, also auf Zug. Und dann rein in die Beschleunigung. So, Abfahrt haben wir hier. Können wir vielleicht auch mal von... Wir haben jetzt schon wissen, dass wir gleich ein grünes Signal haben. Dann können wir auch mal so die hier die Abfahrt gestalten. Ganz gemütlich ausfahren hier. Ich würde mich trotzdem wieder vorne setzen, einfach wegen mehreren Gründen und sowas, aber sonst vielleicht irgendwas übersehen und es wäre ein bisschen blöd, ne? Auch wenn der Zug noch sehr laut vorkommt, egal. Man hört einfach mehr vom Zug und weniger von mir, was auch seine Vorteile hat, ne? Jo, wie sieht's denn da vorne? Oh, 60. Boah, diese Geschwindigkeitsbegrenzung, die ist echt immer heftig. Also die zieht in die Punkte, so. Was haben wir hier? Da war grün. So, wieder auf 60 allerdings. Für den Gleiswechsel eben, was auch durchaus Sinn macht. Und dann dürfen wir aber gleich davor... Ach, 200. Unglaublich. Wenn wir Glück haben, eigentlich schon, wenn die Wagen weg sind. Also sollte eigentlich so sein. Boah, ist das laut. Das war jetzt laut. So. Wenn wir Glück haben, dürfen wir jetzt gleich schon so schnell fahren. Wenn wir Pech haben, erst nach vorne, wo 200 steht. Nächste halt in Lüneburg. Haben wir auch wieder ein bisschen Zeit. Ah, 160 haben wir hier schon. So, dann beschleunigen wir mal ein bisschen... Wie viel haben wir denn hier überhaupt? Das geht noch ein bisschen weit, okay. Da können wir auch nicht Dampf drauf lassen. Am besten, ohne dass irgendwie die Fahrgäste meckern oder dass wir irgendwie irgendeinen Hauptschalter kicken, aber sieht irgendwie gut aus. Ich weiß auch gar nicht, ob der Zug überhaupt einen Hauptschalter hat, der fliegen kann oder sowas. Ich hoffe mal nicht. Weil wenn, dann habe ich den jetzt um einiges hier... Ich habe einiges drüber, aber wir können nochmal hier auf volle Stufe beschleunigen. Oh, da vorne ist 160. Super. Toll. Klasse. Wie fahren wir denn? 40, oder? 39. Okay. Heißt, wir müssen eigentlich gar nicht wirklich schnell als 160 fahren, weil da vorne eh wieder 160 sind. Yay. Party. Yay. Beruhigt euch. Juhu. Super, ne? So, Lüneburg, wie gesagt. Bisschen schneller habe ich mir dann doch mal, weil wir können es halt einfach. So, machen wir heute ein bisschen... Zurück 180 vielleicht. Tag, Kollege. Viel Fernverkehr heute. Okay. Habe ich schon mal erwähnt. Nee, noch gar nicht, gell? Hier, jetzt sind wir wieder die ganzen...
Stellung da zurückkommen. Das ist echt ordentlich. So, 160, danach gleich wieder 200. Ach, wahrscheinlich wegen der tollen Kurve, die da wahrscheinlich ist. Okay. Dann werden wir das natürlich beachten, wenn auch nicht gerne, aber wir beachten das irgendwie, ne? So mit einer, ja, mit einem abwertenden Blick. Oh, da war schon 160. Ich war ein bisschen zu spät dran, ne? So, jetzt dürfen wir den nicht beschleunigen. Jetzt dürfen wir beschleunigen, so. 200, ja, schaffen wir wieder, hoffe ich mal. Wenn ich gleich wieder in 20 Metern, wenn uns nicht wieder unsere Geschwindigkeit genommen wird. So grün sieht es davon auch wieder aus, das ist beruhigend. Ausschließlich auf der linken Spur finden wir die Ankündigung auf ein halt zeigendes Signal. So. Dann hauen wir mal rauf hier auf die Tube, ne? Wenn wir es können, dann tun wir das auch. Ja, jetzt sieht es ganz gut aus. Es dürfte anscheinend ein bisschen hier Geschwindigkeit halten können. Nächster halt, wie gesagt, Lüneburg. Ankunft 10.13 Uhr erwartet. Oh, sogar schon 10.11 Uhr. Heißt, das Spiel hat nicht damit gerechnet, dass ich so ordentlich Dampf mache hier. Hör, ich fahre mal einen Dampfzug. Ich kann das nicht. Also, eins nach dem anderen lernen. Oh, Durchfahrt. Darf man überhaupt einen Geist mit 200 durchfahren? Ich weiß es nicht. Vermuten würde ich, dass man das nicht darf, aber anscheinend darf man das. Darf man das? Ja, darf anscheinend. Oh, wir sind schon hier gleich bei 200. Ist ja unglaublich. So. Was ich nach diesem, genau, nach dem Signal mal mache. So, hui. Ach, da Kollege, so. Vorne ich ein Kollege, so. Das wollte nämlich hier mal ein bisschen von der Außensicht aus unsere Geschwindigkeit spüren. So, da ist auch wieder Fahrt. Ich glaube, das haut gleich das Vorsignal mit, hoffe ich mal. Dann dürfen wir das hier nochmal, so. Weil die Vorsignale, wie gesagt, das Böse sind. Ach nee, da kommt gleich erst eins. So, da vorne haben wir es, das ist grün. Jo, heißt, dann dürfen wir auch ein paar Sprenzchen machen und nach außen gucken. So, aber hier dürfen sie 200 ganz gut halten. Das finde ich eigentlich super. Ich weiß gar nicht, was der hier an Vmax hat. Ich vermute mal 200. Ist so, denke ich mal, der Bereich, wo dann... Ah, genau, da haben wir es doch schon. Vmax 200. Wunderbärchen. Ja. Und wieder grün, das Hauptsignal hier. Da vorne sind 160. So, dann gehen wir da gerade mal zurück am besten. Je nachdem, wie schnell wir dann abbremsen können oder auch nicht, werden wir dann hoffentlich irgendwie sehen. So. Weil es sind im Prinzip nur 30 km/h, die wir langsamer werden müssen. Also das ist jetzt nicht so schlimm, ne? Ich unterschätze nur immer, ich denke immer, dass es dann erst an dem Signal ist, aber die Geschwindigkeitsbegrenzungstäfelchen sind meistens ein bisschen davor. So, jetzt haben wir noch einen Kilometer zum Bremsen. Wo ist das Ankündigungsschildchen? Ankündigungsschildchen oder geht das hier... Ach, ich denke, es geht über LZB, okay. Gut, dann ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich hier mein Interface heute mal wieder drin habe. So, warum macht das gerade so ein lautes Geräusch? Oder was macht so ein lautes Geräusch? Haben wir irgendwo einen Zug oder so? Ich glaube nicht, ne? Dann fahren wir trotzdem mal. Hier hätten wir auch wieder halten können, aber tun wir nicht, weil wir eben ein bisschen schneller unterwegs sind heute. So, die Frage ist, ob es auf 200 beschleunigt noch lohnt. Einfach aus Prinzip würde ich sagen, ja, lohnt sich. Ob wir das dann machen? Naja, auf 200 wahrscheinlich nicht hoch, aber ein bisschen schneller werden wir schon hinbekommen. Boah, da haben wir voll viel Fahrplanzeit aufgeholt hier. Ich glaube, das Spiel rechnet echt nicht mit solchen unglaublichen Geschwindigkeitsjägern wie mir. So. Okay, ist eben 160. So. Was bist du? Bist auch wieder ein... Sieht mir wieder nach relativ weitem Zug aus. Egal. So, aber viel Verkehr, das finde ich super. Das gefällt mir. Ist ein bisschen viel los ist auf dem Szenario. Man fährt nicht irgendwie, ja, man kommt mal alle 20 Minuten in Zug oder sowas, weil es ist auch durchaus realistisch, dass eben auf so einer vielbefahrenen Trasse hier zwischen Hamburg und Hannover, dass da alle paar Minuten in Zug kommen, dass da die Fahrpläne echt eng getaktet sind. Ja. Ach, jetzt nochmal wunderschön so eine gestaffelte Geschwindigkeitsreduktion auf 110. Das gefällt mir eigentlich, weil da kann ich auch als Zugfahrer nicht viel falsch machen, weil ich einfach, jo, von Signal zu Signal immer ein bisschen langsamer werde. Bekommen wir schon irgendwie hin, denke ich mal, ne? Diese schönen herbstlichen Stimmung, die wir hier haben, das ist super. Auch 160, genau, also Ankündigung auf 140, die wir gleich haben. Wobei ich das mit den Abständen noch nicht ganz verstanden habe, in welchen Abständen dann immer diese Ankündigungstäfelchen stehen müssen. Ich denke mal natürlich in, oh, ausreichender Geschwindigkeit, ausreichendem Abstand, aber für den Josh anscheinend nicht ausreichend. So, das nach 110. Dann halten wir auch schon in Lüneburg. Ich habe da halten auch meistens ein bisschen fernverkehrsartigere Züge. So, dann sind wir sogar wunderbar bei 110. Den Rest räumen wir jetzt nochmal ein bisschen. Freie Fahrt haben wir ja trotzdem ohne Einschränkung. Das ist super.
Und dann halten wir eben auch sogar auf Gleis 1. Oh, da finden sie echt exklusiv hier. Super. Frage ist noch die Frage nach dem Ausstieg. Die steht noch im Raum oder im Zuge. Je nachdem, wo ich gerade befindet und das Video anschaut. Das ist natürlich immer... natürlich eine Frage, ne? Jo. Nachladen ist natürlich auch wichtig. So, dann schauen wir gerade mal. Ausstieg, da wo Platz ist wahrscheinlich. In Fahrtrichtung rechts, wie es aussieht. Ich werde aber noch kein vorschnelles Urteil erlauben. Ich warte noch, bis wir da wirklich die Sicherheit haben. Yep, der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung rechts. Wenn man Stammstrecke hier fährt, dann weiß man das auch. Aber wie gesagt, ich bin so selten hier im Train Simulator unterwegs. Ich bin froh, dass ich das jetzt hier heute mit der PCB ein bisschen bekommen habe, obwohl da nicht viel zu machen haben jetzt gegen Ende. Wobei, ich sollte das besser nicht aussprechen, sonst verplane ich es beim nächsten Einsatz, verplane ich das komplett. Aber ich weiß von. So, dann halten wir hier wunderschön im Bahnhofsbereich sogar an. Da links steht auch nochmal ein. Ach, sogar mit zwei Triebwagen. Okay, sind das 201er. Sieht man nach 201er aus. Wir schauen uns das gerade mal an. Wir haben auch ein bisschen Aufenthalt hier. Wenn wir erst überhaupt Ankunft um 10.13 Uhr hätten, dann haben wir hier echt noch ein bisschen Zeit. Bist schon laut, das weißt du schon, Zug. Ich glaube, das weiß er oder weiß er das nicht, aber ihm ist es, glaube ich, auch relativ egal. Jo. Funktionierende Uhr haben wir auch, das finde ich, das gefällt mir richtig. So, dann bleiben wir hier mal stehen. So, open the doors. Und schauen uns hier gerade mal ein bisschen um. So, was haben wir denn da noch Schönes? Da. Achso, die stehen einfach bis ab. Nee, das ist ein Güterzug. Mit 201. Genau. Einmal in Silbergrau und einmal hier in Verkehrsrot. Bahnrot. Wie lang ist denn der? Lohnt sich dabei. Boah. Also, da müssen wahrscheinlich Megatonnen an Inhalt drin sein, dass sich das da lohnt, hier 201er davor zu spannen. Weil der sieht auch nur abgestellt aus. Liegt vielleicht daran, dass er nicht aufgebügelt ist. Da vorne rot hat. Man weiß es nicht. Das sind wieder so Sachen, bei denen ich mich frage. Ja, Josh, bist du dir da wirklich sicher? Weil, schon eine tiefgreifende Frage, aber das ist auch schön gemacht. Das gefällt mir mit dem Zaun hier, mit den Signalen da. Was ist das da überhaupt? Ein Parkhaus. Boah, aber das sieht schön modern gestaltet aus von der Form her. Wie so eine liegende 8. Ach, schön. Das gefällt mir. Das ist cool gemacht. Ich weiß nicht, ob das in der Realität auch dort steht, aber das gefällt mir. Also entweder Props an den, der das Parkhaus da gebaut hat, oder Props an den Typ, der sich das hier ausgedacht hat. Für den Train Simulator. Oh, aber schön hier der Zug. Also mir gefällt der auch von der... Mir gefällt der Zug einfach, ne? Ist schon ein geiles Style, das Ding. So. Was haben wir denn also vor uns? Das würde mich mal interessieren. So, wir sind jetzt hier in Lüneburg, halten einmal noch in Bad Bevensen und dann sind wir auch schon in Uelzen. Was sagt hier das da dazu? Spieler zentrieren. Genau, da sind wir. Wir kommen von... Ich glaube, da unten war Hamburg, gell? Ist hier unten Hamburg? Oder bist du Hannover? Nee, du bist Hannover. Okay, dann... Hier, genau. Einmal hier Hamburg anschauen. Jo, da oben... Vettel, da haben wir unsere Züge abgeholt. Gehe ich auch hier auf diesem riesengroßen Abstellplatz. Ah, okay. Hätten ja irgendwie auch hier in Hamburg stehen können, aber nö. Ach nee, da kommen wir nur in Richtung Hamburg rein. Der Rest wird dann schwierig. Stimmt. Da haben wir nämlich keine Ausfahrtmöglichkeit ohne zu wetten. Das wäre ein bisschen blöde. So, dann sind wir hier irgendwie gestartet. Hamburg auf Gleis 12, auf Gleis 10. Irgendwo hier drin war es, glaube ich, ne? So, dann sind wir hier lang gefahren und über Vettel haben dann... Ich glaube, wir sind trotzdem irgendwie... Ah, ne, wir sind dann hier rausgefahren. Okay, gut, über die Strecke da. Haben dann hier in Harburg zum ersten Mal gehalten und befinden uns jetzt hier schon in Lüneburg. Genau, da sind wir nämlich. Ach, haben wir auch schon gleich Abfahrt. Super. So, da war aber gerade noch grün, gell? Ach, der hat jetzt hier komplett rot bekommen. Okay, weil... Warum genau? Wird seine Gründe haben. Wir haben auf jeden Fall grün. Ich habe mich gerade gewundert, da war hier noch grün-gelb und dann war hier auf einmal komplett rot. Aber die weißen Striche deuten, glaube ich, darauf hin, dass du trotzdem noch rangieren kannst oder sowas. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall fahren wir am besten mal, bevor sich unser Signal das auch noch überlegt. Ach, deswegen. Okay. Gegenzug. Hallo. Ich glaube, ich weiß, warum. Aber erst spät geschaltet, wenn ich ehrlich bin, ne? Naja. Der Fahrdienstleiter hat schon Ahnung. Der weiß das. Der ist ein guter Fahrdienstleiter, ne?
Der hat uns ja auch einmal erlaubt, mit dem roten Signal drüber zu fahren. Er ist ein guter, ne? Der kann das. So, dann können wir hier auch ein bisschen schneller werden. Weil wir hier nicht dieses komische Ausfahrt frei werden haben. Aber egal. So. Ich denke mal, der letzte PZB-Einsatz wird dann noch irgendwo gegen Ende sein in Uelzen wahrscheinlich, wo wir dann auf ein rotes Signal oder sowas zufahren, nochmal ein paar Gleiswechsel drin haben. Aber zu den Rest hier hoffe ich, dass wir einfach mal ganz gut durchkommen. Weil unsere Fahrtstrecke eigentlich so gestellt sein sollte, dass wir einigermaßen problemlos durchkommen. Ach, dann ist der Citywagen rechts gestellt. Ein paar Güterwaggons. Und wir haben Fahrt, das ist super. So, links können wir sogar auch fahren, aber nicht ganz so Premium wie hier. Sondern eben mit Halt erwarten. Wobei es, glaube ich, echt schwierig wird, Halt erwarten auf so einen kurzen Zeitraum. Aber wir haben ja anscheinend gute Bremsen. Deswegen sind wir auch Zugart 0. So habe ich es auch schon gelernt. Das sind eben die besten Bremsen. Und die haben dann auch irgendwie, denen wird dann mehr Handlungsspielraum zugespielt, zugestellt, angestellt, zugeteilt. Alles gleichzeitig. Ne, ihr wisst, was ich meine. So, das sind hier 200 gleich. Meistens denke ich mir geredet über die LZB, was wir jetzt nicht haben. Kriegen wir so eine Geschwindigkeitsüberschreitung? Nicht einmal. Okay, cool. So. Intercity. Wunderschön. Ja. Ja, da ist er gewesen. So. Da sind jetzt wir. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich den Zug klasse finde? Nee, noch nie, gell? Wahrscheinlich. Nee, es ist jetzt ganz neu für euch. Hat sich echt genutzt. 140? Leute, was macht ihr mit mir? Wir haben nur noch 18 Kilometer. Warum sind wir von 140? Wahrscheinlich wegen der Kurve oder sowas. Aber egal. Ja. Wir schaffen das. Auf jeden Fall. So, hier Ankündigung. Das heißt, da sollten wir echt anfangen, vielleicht schon mal zu bremsen. Ne? Wir waren auf 180. Heißt, 40 km/h abzubremsen bei der Geschwindigkeit. Das ist, geht nicht mal so nebenher. Aber sollten wir, denke ich, mal schaffen. Wenn nicht, dann haben wir halt ein Problemchen. Ne? Wenn nur ein Medium groß ist, weil das ja sich ausschließlich, denke ich mal, auf unsere Bewertung, also auf unsere Punkte auswirkt. Eine Zwangsbremse werden wir natürlich, denke ich, nicht bekommen, wenn wir nicht allzu schnell sind. Hab's auch noch nie ausprobiert. Ich will es eigentlich auch nicht ausprobieren, aber sind ja auch so Erfahrungen, die ihr mir mal mit in die Kommentare mitgeben könnt. Achso, wir dürfen wieder nicht fahren, weil ist so. Gut, dann probieren wir es nochmal. Wunderbar, jetzt klappt das. So. Manchmal kann man aber Hebel zurückstellen und dann kann man auch fahren. Gute Idee. Ja.